So, auf ein neues würde ich sagen und ich hoffe, dass diesmal die Flüssigkeit etwas besser läuft. Flüssigkeit klingt auch etwas merkwürdig. Die Viskosität sozusagen etwas besser läuft hier im Spiel. Allerdings sieht es schon wieder schlecht aus und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vindictus. Wir haben das letzte Mal endlich die gefährlichen Ruinen abgeschlossen und haben nun ein paar neue Quests offen, wozu wir jetzt erstmal ein bisschen rumrennen müssen. Und zuallererst gehen wir hier zu Kirsty, unserer lieben Jägerin, und schauen mal, was sie so zu vermelden hat. Hört zu! Direkt hinter den gefährlichen Ruinen existiert eine lange, tiefe Höhle. Am Ende dieser eisigen Höhlen, wenn du überzeugt bist, dass du nicht mehr weiter kannst, dort liegt eine Höhle aus unschmelzbarem Eis. Kirsty holt tief Luft. Dort wirst du meinen Erzfeind finden. Einen riesigen, weißen Eisbären. Ich habe auch selten schwarze Eisbären gesehen. Als ich ihn das erste Mal sah, floh ich. Ich hatte nicht das Können, ihn zu besiegen. Als ich ihn das nächste Mal traf, kämpften wir bis auf die Knochen. Aber meine Waffe brach und wieder mal war ich gezwungen zu fliehen. Wenn ich ihn das nächste Mal treffe, in Kirstys Augen erscheint ein Blitzen. Das nächste Mal wird das letzte sein. Ich brauche nur eine Waffe, die stark genug ist. Nun dann, bist du bereit? Auf Wiedersehen. Was zur Hölle? Ja, okay. Also, so wie ich das verstehe, dürfen wir jetzt nur endlich in die Rauchreifhöhlen, das heißt in die Eisregion. Und das ist schön, das wollen wir auch gleich wahrnehmen. Vorher werden wir bloß noch im Magielabor vorbeischauen. Hier drüben bei Bryn, weil der ja auch irgendwas für uns zu haben scheint. Mal gucken, nicht? Bryn. Bla 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 bla. So, Story, Seelenrelikte. Wir haben jetzt offenbar alle Seelenrelikte, die er von uns haben möchte. Dann geben wir den Kram mal ab. Ah, du bist zurück. Lass mich mal sehen. Du hast ein Seelenrelikt, ein Terra-Seelenrelikt. Bryn durchstöbert die gesammelten Sachen und schaut dich danach fassungslos an. Du hast ja alle gesammelt. Ja, tatsächlich. Wir geben den Kram ab. Ich danke dir. Nun kann ich mit meinen Forschungen fortfahren. Ich denke, ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit dir zusammenzuarbeiten. So, wunderbar. Da haben wir den Kram abgegeben, haben einen Titel erhalten und zweimal Eisenerz erhalten, sowie Erfahrung. Supi. Gut, haben wir jetzt noch irgendwas anderes hier? Hier drüben vielleicht im Gemischtwarenladen? Nein, drüben in der Schmiede vielleicht. Mal gucken. Nein, das ist wunderbar. Das heißt nämlich, wir können uns direkt aufmachen in die Rauhreifhöhlen. Was ein schönes Wort. Und ich muss ja zugeben, ich bin ein absoluter Eishasser. Deswegen hasse ich auch das absolute Wetter. Ich meine natürlich, das momentane Wetter könnte ich absolut brechen. Bei minus 20 Grad macht es keinen Spaß, draußen rumzulaufen. Und uns wird aber wahrscheinlicherweise nichts Besseres hier erwarten in den Rauchreifhöhlen. Aber wir sehen schon hier Gewinne innerhalb von 5 Minuten. 40 Punkte. Ja, das schaffen wir schon. Kommt, das wird machbar sein. Wenn da 5 Minuten steht, dann wird die Höhle auch nicht lang sein. Und dann bereiten wir das Schiff auch direkt vor. Und machen uns auf zum Hafen. Also irgendwie hackt das schon wieder ganz schön gewaltig rum hier. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass das immer so komisch ist. Aber ich habe festgestellt, das ist immer in periodischen Abständen. Funktioniert es mal ganz gut und dann mit einem Mal sacken die Frames runter, ganz weit runter, dass es nur noch vor sich hin hackt. Und irgendwann ist es wieder in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Aber damit muss ich jetzt wohl gerade mal leben. Und ich hoffe einfach mal, dass das in den nächsten 5 Minuten nicht passieren wird. Nochmal kurz gucken. Gut, Skillpunkte haben wir ausgegeben. Und ich habe jemanden in meinem Team. Ich will niemanden in meinem Team haben. Ich möchte eigentlich schon alleine kämpfen. Wobei, was soll's? Kämpfen wir halt mal zusammen, oder? Wenn die Dame möchte hier, also wenn die dann mal bereit ist. Wenn sie es nicht ist, dann, ja, dann wird sie rausgeschmissen, ne? Hallo? Du da?
Ja, komm, ist mir jetzt Wurst. Komm. Weg. Und wir starten einfach. Hast du. Wollt ihr mich denn verarschen? Komm, raus. So, jetzt machen wir alleine. Kann er nicht angehen hier. So, auf in die Raureif-Höhlen. Und zwar allein, weil sich die anderen mich auskäsen. Und damit auf in die bittere Kälte. Schauen wir mal, wie es dort aussieht. So, auf dem Weg zum Dungeon. Und ich habe ja gesagt, ich werde hier ab den Raureif-Höhlen das Ganze etwas anders handhaben, dass ich das zusammenschneiden werde. Aber die erste Folge oder das erste Level von den Raureif-Höhlen möchte ich euch natürlich im Ganzen zeigen, damit ihr einen ersten Eindruck von dem ganzen Kram hier gewinnen könnt. Von der ganzen Chose, von dem ganzen Abschnitt. Und das sind ja auch bloß ein paar Minuten, die der Abschnitt hier lang ist. Von daher geht das schon ganz gut. Und das hört sich schon mal sehr vertrauenserweckend an, wenn da im Hintergrund irgendwas brüllt. Und wir sehen schon, wir haben neue Gegner. Hier sind keine Gnolle mehr. Hier finden wir... Oh, unser Schwert glänzt schön. Hier finden wir Kobolde, gegen die wir kämpfen dürfen. Komm her, mein Freund. Was zur Hölle? Sieht man den Eisbär, gegen das Licht? Ich glaube schon. Ja, ein ganz süßer Geselle, muss man schon sagen. Ich hoffe, dass ich nicht allzu schnell gegen den in den Ring steigen muss. So, aufgeräumt. Und dann ziehen wir mal weiter. So, was haben wir da Schönes? Ich ahne etwas. Kommt mal, meine Freunde. Kommt mal, kommt mal, kommt mal. Und... Pams! Wunderschön. So macht Töten Spaß. Nehmen wir den Fleischbrocken weg hier. So. Schauen wir mal, was der hier für uns hat. Einmal zerbrochener Pfeil. Mensch, das variiert ja tierisch von den Gegenständen, die man bei den Gnollen so erhält. Und dann wollen wir mal hier die ganzen Goblin-Populationen in den Raureif-Höhlen etwas ausdünnen. So, Freunde, noch mehr? Wir können hier übrigens auch ein bisschen randalieren. Man hört ja das Knirre schön, wenn man oft genug draufschlägt, können wir diese Eiskristalle zerstören. Und wie wir auch schon sehen, finden wir ab und zu Gegenstände drin. Wir lassen uns jetzt mal nicht von dem Goblin-Bogenschützen da stürmen. Komm, Schnauze halten. So, drauf da. Und wie immer zeigt sich, die Welt ist sehr schön zerstörbar. An allen Ecken und Enden kann man irgendwas kaputt machen. Und auch mit diesen kaputten Sachen können wir wie immer, wenn wir es können, hier vielleicht gerade nicht. Ich wollte sagen, können wir unseren Schabernack treiben, aber irgendwie können wir gerade nichts greifen. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal den platt. So, darf ich jetzt vielleicht? Leder, wunderbar. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben doch auf Zeit. Ich muss mich doch beeilen. Haben wir irgendwo die Zeit stehen? Oh, 2,5 Minuten. Na supi. Deine Gruppe geht zur nächsten Ebene. Also wie man auch sieht, wenn man auf Zeit spielt, habe ich noch nie vorher drauf geachtet, aber sehe ich es gerade, wenn man oben rechts in die Ecke schaut, da steht sonst immer eine Stunde oder sowas, glaube ich. Und wenn man da auf Zeit spielt, dann ist das wirklich auf die Zeit begrenzt, die man da bloß hat. Und ich finde es gerade ganz und gar nicht schön, dass mir hier die Zeit abspackt. Quatsch, die Zeit, die Frames. Und ich fürchte, wenn das so bleibt, werde ich gleich nochmal bis zu eben jener Stelle spielen müssen, weil mir die Zeit ausgeht. Ja, komm, halt die Klappe. Bitte laufe flüssig. Es wäre sehr schön. Ich meine, die Goblins lassen sich natürlich auch mit wenigen Frames töten. Aber das macht nicht so einen Spaß. Ja, wollte gerade sagen. Aua. Sag mal, du Arsch. Ja. Ja, jetzt ist gerade alles natürlich so ein bisschen, wir haben noch 1,15 und es hackt weiter so,
Also würde ich sagen, wir spielen es nochmal. Ich gehe jetzt nochmal kurz weiter hier bis zur nächsten Ecke, um zu sehen, wo wir rumstehen dann. Okay, jetzt machen die Frames wieder mit. Supi, jetzt ist aber die Zeit fast um. Passt mir überhaupt nicht. Dann könnt ihr aber mal sehen, was passiert, wenn die Zeit um ist. Haben wir auch mal was anderes erlebt. Es sei denn, wir können den noch hinkriegen hier. Das wäre natürlich supi. Kommt immer wieder drauf. Wir haben jetzt keine Zeit für Schmerzen. Du musst da jetzt durch, Kollege. Komm. Drauf. Du musst dich beeilen. Ja, X-Move. Ist okay. Du kannst auf das Leben verzichten. Los. Hau drauf. Du kriegst ihn. Und nochmal, X-Move. Komm, töte ihn. Drauf, drauf, drauf. Wir schaffen das innerhalb der Zeit. Los, stirb. Ja. Yeah. Das ist doch auch mal schön. Kampf gegen die Zeit. Wir hatten den listigen Etu noch, unseren ersten Endgegner, in den Raufreifhöhlen besiegt. Und ja, wir waren schon unter einer Minute, die wir noch hatten, um das hier abzuschließen. Und ich würde sagen, das war sehr erfolgreich, das Ganze. Bisschen Koboldstoff und eine Koboldkriegsaxt. Ja, das geht schon. Dreht man mal ein bisschen auf dem rum hier. Komm, stirb. Huch. Ja, man kann ja halbe Häuser mit sich rumschleppen, wie es aussieht. Und da können wir noch ein bisschen rumprobieren. Gefecht abgeschlossen. Zack, werfen den Kram durch die Gegend. Sehr interessant. Abschlusszeit 5 Minuten 19. Aber wir haben es abgeschlossen. So, nächste Seite. Schauen wir mal. Ja, die Punkte für Gewinne innerhalb von 5 Minuten kriegen wir trotzdem. Das ist natürlich wunderbar, würde ich sagen. Das heißt, Gewinne innerhalb von grob 5 Minuten sozusagen. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das ist einfach unsere Coolness, die das trotzdem dann gewährleistet, dass wir hier gewinnen können. Einfach, weil wir uns Mühe gegeben haben und weil wir cool sind, hat das trotzdem gereicht. So, und damit können wir auch schon wieder zurück nach Colhen, wo es wenigstens nicht ganz so kalt ist wie hier drin in den Höhlen, die aus ewigem Eis bestehen. So, dann können wir Kirsty mal Meldung machen, dass wir da hier ihren Kollegen Eisbär gesehen haben. Das ist der dicke Bruno da. Nein, Bruno war ja der Braune, oder? Wie hieß denn der? Hieß der Bruno? Nein, Bruno war der Braune. Wie hieß denn der Eisbär? Knut, Knut, natürlich. Der gute Knut, den haben wir gesehen. Ja, auch wenn Knut natürlich normalerweise anders da liegt. Ne? So, was denn jetzt schon wieder? Jetzt hackt das ja schon wieder, aber sowas von rum. Knut hat ja normalerweise seine natürliche Körperhaltung, ist ja Rücken nach unten, Bauch nach oben und dann meistens im Wasser treibend. Aber sind wir mal nicht so böse. Nein, wir wollen nicht so böse sein. Ja, wenn wir so böse sind, spackt ja auch gleich das Spiel rum und wir schaffen es nicht mal aus dem Hafen raus. Das ist ja der Hammer. So, jetzt geht's wieder. Ich bitte um Vergebung, Gott des Spieles, es war nicht so gemeint. Der arme Knut möge in Frieden ruhen, seine Seele soll hinaufziehen in deine göttlichen Gefilde und für immer die Herrlichkeit des Paradieses, lobpreiset seist du, empfangen. So, und jetzt gehen wir mal in den Reiseladen. Kirsty, meine Freundin, hast du den Eis? Warte, deine Zähne klappern ja. Warum hast du kein Lagerfeuer gemacht und dich ge... Kirsty sieht plötzlich geschockt aus. Ich weiß nicht, du weißt nicht, wie man ein Lagerfeuer macht, oder? Kirsty drückt dir etwas in die Hand. Nimm das! Nimm dies und das! Benutz das nächste Mal, wenn du an einen kalten Ort gehst. Kirsty nickt dir zu, nachdem du aufgehört hast zu zittern. So, du hast ihn also gesehen? Sogar mit nur einem Auge ist er furchterregend, was? Als du ihr von deiner Zeit in den Raureifhöhlen erzählst, runzelt Kirsty die Stirn. Vor Mori in den Raureifhöhlen? Klingt so, als wären es Kobolde gewesen. Sehr ungewöhnlich. Berichte umgehend den Hauptmann davon. Nur
hast folgende Story gelernt: Fomori Invasion und mangelhafte Vorräte und Clodas Frage. Ich glaube, wir haben schon wieder ganz viele Quests hier. Und jetzt haben wir den Skill Lagerfeuer gelernt. Aha, supi. Das war also in der letzten Folge mit Erzfeind gemeint als Voraussetzung für diesen Skill. So, dann gehen wir mal zu Cloda. Und schauen mal, was die schon wieder von uns will. Cloda, Cloda, meine Kleine. Clodas Frage. Warum befinden wir uns mit den Fomori im Krieg? Haben sie etwas angestellt? Oder wir? Weißt du es, Rudra? Cloda seufzt. Ich verstehe es einfach nicht. Es bricht mir das Herz jedes Mal, wenn jemand, der mir nahe steht, verletzt wird. Man sagt, wir müssen die Fomori ausrotten, um das Paradies zu erreichen. Aber warum müssen wir überhaupt dorthin? Denkst du, Tief weiß es? Tja, schauen wir mal, ne? Jetzt können wir auch ins Gasthaus gehen und Tief direkt fragen. Aber wollen wir vielleicht vorher erstmal in den Söldner Außenposten? Nö. Wir gehen erstmal hier ins Gasthaus. So. Da wir ja so wenig Zeit in den Raureifhöhlen verbracht haben, können wir ja auch ein bisschen mehr in die Quests investieren. Story, Clodas Frage. Cloda war neugierig, den Anfang des Krieges zu erfahren. Tief kichert. Cloda ist so niedlich. Nun ja, Göttin Morrigan schläft, weißt du? Tief erzählt eine Geschichte. Eine, die sie anscheinend schon sehr, sehr oft erzählt hat. Vor langer Zeit gab es einen Fomor-Gott mit dem Namen Elchulus. Er rief Donner und Feuer an, um die Welt zu zerstören. Aber Göttin Morrigan bekämpfte ihn, indem sie sich selbst versiegelte, um Elchulus schlafen zu schicken. Unglücklicherweise fiel sie selbst auch in den tiefen Schlummer. Deswegen kann die Menschheit Erin nicht länger betreten. Bevor die Göttin versiegelt wurde, hat sie ein Versprechen gegeben und hat 3 Hinweise hinterlassen. Ihr Versprechen, dass sie eines Tages zurückkehren würde, nachdem alle Fomori ausgelöscht worden seien. Und ihre 3 Hinweise... Tief zögert. Darüber werde ich dir in Zukunft mehr erzählen. Wisse nur, dass einer von ihnen die Orakel sind, wie ich es bin. Obwohl... Wenn ich die Stimme der Göttin erst noch hören muss, obwohl ich die Stimme der Göttin erst noch hören muss, so rum, ja, egal. Tief schaut weg. Wie auch immer, du kannst Gwyn nach der formalen Doktrin fragen. So viele R's drin. Und die laute Fiedelei wieder weg, die macht mich irgendwie immer ganz kirre, ich weiß auch nicht. So, und unter großem Gehacke gehen wir in den Söldner Außenposten. Ich muss da mal irgendwas dran drehen, das geht so nicht. So. Merrick, hey! So, und jetzt haben wir natürlich 2 Sachen hier offen. Einmal Gwyn wegen der formalen Doktrin, was den Beginn des Krieges angeht. Kann ich dir helfen, Söldner? Das kannst du sehr wohl. Story, Clodas Frage. Hallo! Sie scheint mit mehreren Dokumenten beschäftigt zu sein. Ich kümmere mich gerade um ein paar Details über unseren Kampf mit dem Gnollhäuptling. Ich habe gerade nicht wirklich die Zeit, um mit dir über Legenden zu plaudern. Ich benötige mehr Informationen über den Gnollhäuptling. Gwyn sieht endlich auf. Wirst du helfen? Verdiene mindestens 100 Punkte in der Entscheidungsschlacht. Dann erzähle ich dir von dieser Legende. Gut, weiß ich gar nicht, ob wir die haben. Aber ja, scheinen wir zu haben, denn hier ist ein Fragezeichen dran. Dann habe ich mal wieder fleißig den Gnollhäuptling niedergemetzelt. So, dann schauen wir mal. Das ist genau das, was ich brauche, um meinen Papierkram zu erledigen. Danke sehr. Gwyn notiert ein paar Dinge und sieht dich dann an. So, du möchtest also wissen, wofür die königliche Armee kämpft? Nun, das habe ich jetzt aus Versehen weggedrückt, aber ist auch egal. Der Hof glaubt standhaft an die Prophezeiung der Göttin. Der Hof hat angeordnet, die Fomori auszulöschen, also tun wir das. Gwyn erstarrt. Ob die Göttin zurückkehrt, nachdem wir das geschafft haben? Das weiß ich nicht. Ich tue nur, was mir befohlen wird, als stolzer Soldat der königlichen Armee. Gwyn holt ein Blatt Papier hervor und gibt es dir. Das hätte ich fast vergessen. Dieses Strickmuster hat irgendwie den Weg in meine Papiere gefunden.
Vermutlich hat irgendein Rekrut es dort hineingelegt. Wie auch immer, ich glaube, es ist das Muster für das Lederrüstung-Ausrüstungsset. Nimmst du es bitte mit? Na klar, warum nicht? Du hast folgende Story genannt, Paradies. Du hast die Story abgeschlossen, Clodas Frage. So, jetzt nehmen wir noch fix hier das entgegen, was wir hier so an Quests haben. Ja, Studente, Göttin, bla bla. Mangelhafte Vorräte. Ich habe eine wichtige Nachricht von der königlichen Armee erhalten. Sie haben keine Bestände mehr. Sie haben von allen Einheiten Unterstützung angefordert. Da sie Stoff brauchen, sammle ich Stoff. Bring mir etwas davon und ich werde es dir vergüten. Haben wir denn was? Haben wir. Wunderbar, dann geben wir den Kram gleich ab. Bist du hier, um Stoff der königlichen Armee zu spenden? Yep. Heißt es nicht eigentlich, um der königlichen Armee Stoff zu spenden? Das wäre irgendwie logischer. So, gute Arbeit, Söldner. Die königliche Armee heißt deine Unterstützung gut und wir verdienen Gold. Supi. Kriegshelfer sind wir jetzt auch noch. So, dann gehen wir noch zu Aiden und dann war's das für diese Folge. Fertig. So. Kobolde? Ja, Kobolde? In den Rauchreif höhlen? Bist du dir sicher? Quinn, hat die königliche Armee etwas von Fomori-Bewegungen in Richtung Colham gemeldet? Quinn schüttelt den Kopf. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Sag es niemandem, aber der Hauptteil der fomorischen Armee befindet sich bei der Fobello-Prärie, in die wir später sicherlich auch noch kommen werden. Gütiger Gott! Sie haben bereits die Fobello-Prärie erreicht! Positiv. Sie haben ja eine Basis. Stark verstärkt. Wir waren nicht in der Lage, die zu durchbrechen. Die Fobello-Prärie befindet sich nur 4 Tage von Rochester entfernt. Die Fomori sind direkt vor unserer Nase und die königliche Armee hat uns nichts davon gesagt. Es geht dich nichts an. Die königliche Armee bereitet sich auf eine Alles-oder-Nichts-Schlacht auf der Fobello-Prärie vor. Aber wir können den Fakt, dass Fomori in den Rauchreifhöhlen gesichtet wurden, nicht ignorieren. Die königliche Armee ist in der Unterzahl. Aiden, wir müssen unsere Ressourcen aufteilen und in der Gegend patrouillieren. 2 Wege führen in die Rauchreifhöhlen. Durch die heimtückische westliche Eispassage oder durch die zerfurchten und engen südlichen Steinklippen. Wenn die königliche Armee an den westlichen Eisklippen patrouilliert, dann können die blutroten Klingen die südlichen Steinklippen übernehmen. Danke, Aiden. Mein Kadett wird dich unterstützen. Kadett Alice, zu euren Diensten! Aiden nickt. Also gut. Gwyn wirft Alice einen strengen Blick zu. Ich bin mir sicher, dass er keinen Ärger verursachen wird. Es ist mir eine Ehre, allen helfen zu dürfen. Ich werde nicht im Weg stehen, Sir. Jawohl, Sir. Ich werde es nicht. Nein, Sir. Gwyn schaut dich an. Söldner, du hast dir unsere Unterstützung verdient. Meine Güte, das mit dem Reden und Lesen und so ist wieder mal schrecklich. Jetzt wirst du in der Lage sein, weitere Items mit dir auf das Schlachtfeld zu nehmen. Echt? Das ist aber schön. Habe ich nicht schon eine zweite? Naja, egal. Ich habe dir einen Ausdauertrank gegeben. Sieh in deiner Lagerkiste nach. Ja, haben wir dann hier wahrscheinlich irgendwo mit drin. Ich glaube, ich hatte schon welche. Egal. Gut, jedenfalls haben wir dann hier... Ach nein, es geht noch weiter. Okay. Jetzt geh und unterstütze die königliche Armee. Geh in die westliche Eispassage, als auch zu den südlichen Steinklippen und unterstütze die Trupps dort, falls es noch irgendjemand nicht begriffen haben sollte. Die südlichen Steinklippen oder die westliche Eispassage. Ne? Westen, Süden. Westliche Eispassage, südliche Steinklippen. Ich denke, wir haben es dann begriffen. So, und damit haben wir die Quests angenommen. Und wie angekündigt in der letzten Folge, werde ich ab jetzt es so treiben, dass ich Zusammenschnitte durchführen werde von den Sachen, die ich hier so erlebe in den Eishöhlen und dann die Eishöhlen in 2-3 Folgen zusammenschneide und dann mal schaue, wie das Ganze so aussehen wird und mal gucken, vielleicht wird es ja ein bisschen unterhaltsamer, kurzweiliger dann, wenn ich nicht immer wieder durch dieselben eisigen Höhlen gehen muss. Und das bedeutet aber gleichsam auch, dass ab jetzt die Vindictus-Folgen vermutlich nicht mehr regelmäßig kommen werden. Stattdessen werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal natürlich Overclocked weitermachen, aber auch was Neues anfangen, denke ich mal. Denn,
Ja, Overclocked ist ja jetzt offenbar nicht so das beliebteste Projekt, habe ich so mitgekriegt. Aber weil es mir Spaß macht, werde ich das weiterspielen natürlich. Aber ich werde auch was anderes nebenbei anfangen. Und ja, mal schauen, es wird dann irgendwann mal so eine Folge reingeflattert kommen von Vindictus. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, wenn wir uns wieder sehen, was irgendwann dann sein wird. Man wird sich schon irgendwann wiedersehen. Und hier ist gerade, wer hämmert denn da so schrecklich auf seinem Amboss rum? Das ist ja nervig. Gut, dann unter Gehacke verabschiede ich mich mal wieder. Wir sehen uns irgendwann mal wieder in der Welt von Vindictus, wenn wir es anstreben, ins Paradies zu kommen. Bis dahin, auf Wiedersehen und bis bald und schaut auch in alles andere rein, was auf dem Kanal so läuft. Ich bin euch dankbar. Tschüss.